Real Fishing. So, Tag 2 im Attersee. Für uns geht jetzt los. Wir sind wieder in aller Herrgottsfrühe hier an der Bootsrampe bei Michael. Servus. Und genau, es geht wieder raus, wieder auf Ränke erstmal als Hauptzielfisch. Genau. Und vielleicht willst du noch ein bisschen was zum Plan an die sich heute. Die Stückzahl, wir sind Teil 1 schon gesehen, es war richtig gut gestern. Ich glaube, es waren 20, 25 Fische, waren sicher. Ja. Und heute ist das Ziel, dass wir noch an der Größe arbeiten. Ja, kann man sich bekanntlich nicht aussuchen, aber wir geben unser Bestes. Genau, würde ich sagen, fahren wir direkt raus und fahren den ersten Spot an. Let's go. Let's go. Ein Stückchen flacher gefahren und auf die Pose direkt die erste Ränke des Tages. Ja, die fühlt sich gut an. Bisschen leichter, gell? Mhm. Der Kescher schon bereit gemacht, das könnte also schon mal ein gutes Zeichen. Ja, macht auf jeden Fall gut Betrieb. Ist natürlich mit der Rute hier auch mega, die da viel ausgleicht. Kurz habe ich es gesehen. Okay. Schaut mich gut an. Schaut mich sehr gut an. Okay. Jetzt habe ich sie auch gerade das erste Mal kurz gesehen, aber. Die ist gut, die ist gut. Ich glaube, das wäre schon mal die Maße, gell? Ich glaube auch. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Jetzt 40. Beim Keschern immer erst tiefer, wenn der Fisch wirklich hier oben liegt. Sonst ist die Gefahr zu groß, dass sich der Kescher vorher in eine andere Nymphen einhängt, in eine freihängende. Und beides abreißt. Die ist eingewickelt. Ja, du genauso weiter. Uiuiuiui. Die hat über 40. Ja! Jawohl! Ja. Und so schnell geht's, yes! Ui. Oh. Oh ja, die ist nicht schlecht, die ist Wir nicht melden schlecht. Sie gleich wieder. Wow! Ah, geil! Ja, so schnell kann es gehen. Absoluter Hammer. Wir sind seit 10 Minuten am Angeln. Genau. Und dann hat es geklappt, wofür wir gestern den ganzen Tag gearbeitet haben. Hat sich heute jetzt ausgezahlt. Eine 44er Ränke. Neuer PB natürlich. Das war unser Ziel. Deswegen sind wir auch hergekommen. Mission accomplished. Mission accomplished. Und das ja in aller Herrgottsfrühe Hammer einfach. 44,5 cm. Wunderschöner Fisch. Richtig schön hochrückig und dick vor allem. Wir sind uns ein bisschen seichter gefahren. Vorher haben wir auf ca. 23 Meter Saiblinge gefangen. Und jetzt haben wir gesagt, so fahren wir ein bisschen seichter, so 17, 18 Meter und hat gleich gepasst. Ja, Wahnsinn. 14er Konikelnymphe. So schnell kann es gehen, wenn man alles passt. Mission accomplished. Ja, also bei mir auf der Kamera auf jeden Fall. Fühlt sich aber. Nicht nach Serbien, oder? Nee, aber jetzt auch nicht unbedingt nach 45er Ränke. Aber nicht so leicht wie sich. Ah, okay. So, nächste Ränke ist dran. Erste auf die Hebe und Senk. Schön in der Absinkphase. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr wo. Ich glaube in der Absinkphase rein. Ränken, ja. Ist eine Ränke, ja. Fühlt sich gar nicht verkehrt an. Ich denke so die Größe wie die gestern. Ja. Oh! Gar nicht mal. Mhm. Ah ja, okay. Die hat sich dann ein bisschen anders verkauft, als sie eigentlich ist.
Die dürfte nämlich auch mal gar nicht so verkehrt sein. Okay. Ja. Also hat sich jetzt im Drill anders angefühlt. Und die erste auf die Hebe und senkt. Cool. Ja, und keine 10 Minuten oder was nach meiner PB-Ränke kommt jetzt hier die nächste maßige Ränke. 39 cm auf die Hebe- und Senkangel beim Hochweg schön rein und dann mit einem guten Anhieb quittiert und ja, hat sich ausgezahlt. Weiter geht's. Weiter geht's. Schon erklärt, der sogenannte Schwarzreuter, Attersee Besonderheit, ein ganz kleinwüchsiger Saibling, aber wunderschön. Fisch. Nee, okay, vergesst Leute. Vergesst es, der Saibling. Ich revidiere den Saibling übrigens an der Stelle. Ja, ich revidiere den Saibling sehr stark an der Stelle. So, nächster Fisch ist dran. Ich habe erst gedacht, das ist ein Saibling, aber der geht jetzt hier gerade ein bisschen zu sehr ab für den Saibling. Sind jetzt hier echt voll im Fisch, echt alle paar Minuten ein Biss. Ja, ja, ist eine Ränke. Ja. Ja. Und was für eine Ränke. Genau. Hat sich erst ein bisschen Zeit gelassen, als sie noch am Boden war. Mittlerweile haben wir einen richtigen Profi aus dem Marius gemacht mit der Laufrolle und einer richtigen Heberute. Ja, so ist es. Ist echt ein... Es ist ein anderes Angeln auf Ränke. Oh. Und ich möchte euch jetzt nochmal einen Trick zeigen, wie man so einen untermaßigen am besten abpackt, ohne Kescher. Das ist einfach für den Fisch viel schonender. Genau, und zwar schnapp ich mir die Schnur. So, gut festhalten. Jetzt nehme ich den Fisch und jetzt kommt der Trick, ich drehe ihn mit dem Bauch nach oben und somit kann ich wunderbar das Nymphal aushängen und der Fisch hält sich starr. Und dann lasse ich ihn mit dem Kopf voran so reinsausen und er ist weg. Also mit diesem Trick, ihn nach oben zu drehen, halten sich Ränken und das gilt auch für Forellen meistens ruhig. Eschen halten sich nicht dran an diesem Trick. Mal langsam hin. Beim Kurbeln gehst du ein bisschen mit der Ruten mit. Jawohl, super. Mhm. Steht gut drin. Steht richtig gut drin. Und da genauso weiter. Das ist gut. Boah. Siehst du das? Also auf jeden Fall richtig Druck auf der Rute. Alles klar. Sehr gut. Wo ist der PB? Nichts Großes. Okay. Und ewig her. Ja, ja, der hat sich jetzt gut verkauft. Na Wahnsinn. Da wie sehr schöner Fisch. Auch wieder wie 45er. Aber schöner. Petri! Petri, danke. Sauber, Melvin. Ich meine, PB ist es auf jeden Fall. Ja. Habe ich auch nochmal eine richtig schöne Ränke erwischt. Auf alle Fälle, glaube ich, mein PB. Ja, scheint ein guter Spot zu sein. Lassen wir sie wieder frei. We'll be right back.
So, Hecht ist dran, gerade einen Fehlbiss gehabt. Und da kommt er. Ich gehe auf den Kescher, weil wir Profis sind. Kein Riese, aber auch kein ganz schlechter. Super. Oh, schön, ja, boah, schön, schön. Nicht schlecht. Gut. Und super. Oh, geil. Ah, mega. Sehr geil. Erster Hecht hier am Attersee, vor zwei Würfen einen Fehlbiss gehabt, nicht beirren lassen, weitergeworfen und... Super, schöner, fast 70er Hecht. Ja, genau, würde ich auch sagen. Und geil. So kann man anfangen. Jawohl. Super. Mega. Stellt sich gar nicht so schlecht rein. Ja. Auch wieder so. Hast du ihn schon gesehen? Ah ja. Ich mache wieder mit der Hand. Was machst du mit der Hand? Ja. Gut. Mega geil. Super. Live-Biss. Live-Biss, ja. So, da, da ist er. Jawohl. War schöner Edre. Fisch. Sauber. Ähnliche Größe wie der von mir gerade. Ja. Als Live-Biss. Knapp 70er. Hammer. Geil. Sehr gut. Und dick, schau mal wieder. Volles mit voll Fisch. Dick, gell? Ja. Ah, Retour. Boah, der war aber noch frisch. In einer halben Stunde zwei solche Hecht. Weniger, Viertelstunde wahrscheinlich. Eine Viertelstunde. Sogar. Mega. Wir haben jetzt die Zeit von Renkenspot A zu Renkenspot B genutzt, dass wir eine schöne Drift machen zum Hechtwerfen. Ja. Und das hat gleich richtig gut funktioniert. Also wir haben innerhalb von einer Viertelstunde zwei Hecht somit zwischen 65 und 70 gefangen. Und der Marius hat auch noch einen Fellbiss gehabt. Richtig, innerhalb von einem ganz kurzen Zeitfenster. Ja. Sehr cool. Und jetzt nutzen wir die Chance, wir haben noch einen richtig schönen Wellengang, der die Stoppinsche aktiviert, ja, dass wir noch ein bisschen Renken fischen. Mal schauen, was noch kommt. Am Boden gelegen, deswegen sieht man da einen kleinen Blutegel. So, nächster Fisch im Drill. So, haben wir einen neuen Köder getestet. Gar nicht so lange gedauert. Nein. Waren jetzt 10 Würfe vielleicht. Ja. Ja. Petri, sauber. Den kleinen Fellershed von Madrip. Jawohl. Topfisch. Nummer 4. Nummer 4, ja. Richtig. Und tschüss. Tschüss. Ja, wir sind jetzt da nicht doch beim Hechtfischen geblieben. Ihr seht es im Hintergrund, das Wetter hat ein bisschen umgeschlagen, also richtig hechtig ist es geworden. Der Wind hat mich angefangen, jetzt ja, hat er sogar Draht. Es wird bewölkt, Regen steht an. Und ja, es hätte fast nur zweimal geklappt. Der Melvin hat einen Fellbiss gehabt und ich habe leider einen guten Fisch verloren. Passiert. Richtig ärgerlich, ja, aber ja. Wetter ist super. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen dran. Genau, weiter werfen. Schauen, was kommt. Und dann wird schon hoffentlich noch einer kommen.
Unser zweiter Tag am Attersee ist jetzt soeben zu Ende gegangen. Wir haben es jetzt nochmal im Freiwasser probiert. Genau. Wollten den Wind nochmal ausnutzen. Das etwas schlechtere Wetter, was ja fürs Hechtangeln an sich ganz gut ist. Hatten noch zwei Fehlbisse, aber sollte leider keiner mehr gehen. Genau. Aber es ist trotzdem halt alles aufgegangen, was wir uns gestern gewünscht haben. Wir haben den Ränken-PB geschafft für Marius. Wir haben 4 Hecht gefangen. Saibling waren wieder dabei. Ja. Abwechslungsreich. Wunderschöner Tag wieder gewesen. Ja, also abschließend nochmal ein dickes Danke an dich. Erstmal für die Einladung. Gerne. Dann denke ich, dass du deinem Ruf absolut gerecht geworden bist. Dankeschön. Absoluter Experte. Wir haben einiges gelernt. Hoffentlich können wir euch davon einen Teil, den wir dann umgesetzt kriegen, auch in den nächsten Videos mal mit Fischen dann zeigen. Wie gesagt, Ränkenangeln haben wir viel gelernt, Freiwasser werfen. Ja, wenn ihr auch was übers Hechtfischen, übers Ränkenfischen lernen wollt oder an sich einfach mal einen schönen und erfolgreichen Tag am Attersee haben wollt, dann schaut auf jeden Fall auf der Website von Michael vorbei oder auf den Social Medias und da werdet ihr dann weitergeleitet. Habe ich natürlich alles in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr dabei seid, wie beim letzten Video schon, schaut auch bei uns vorbei, Instagram, Facebook. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Von wo, wissen wir noch nicht. Aber gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mal, wo euer Ränken-PB liegt und wenn ihr wollt, auch aus welchem Gewässer der stammt. Und ja, abonniert uns für mehr Angelvideos und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin. Servus. Servus.